Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute eine Frauenenquete, ein Thema, das also immer wieder auch die Wogen hochgehen lässt. Es ist so, wir haben sehr viel gehört historisch, wir haben viel gehört, was in anderen Ländern passiert. In Wahrheit sollte es uns aber interessieren, was ist hier in Österreich. Und ich möchte anschließen an dem, was meine Vorrednerin jetzt gesagt hat, wir müssen Frauen ermutigen. Und ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, Frauen zu ermutigen, in Frauen ein Feuer zu entfachen, dass sie gerne in hohe Positionen gehen, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft und in anderen Bereichen, dann wird es uns nicht gelingen. Denn wenn wir über 100 Jahre Frauenpolitik haben und heute hier stehen und über Quoten nachdenken und über Quoten diskutieren, dann muss man sagen, diese Frauenpolitik ist gescheitert. Quoten sind kein Allheilmittel. Quoten sind in Wahrheit eine Hinunternivellierung. Quoten sind etwas, was also Frauen in Wahrheit diskriminiert, weil dann nur noch das Geschlecht ausschlaggebend ist. Und wir haben ein Gleichbehandlungsgesetz, also das uns verbietet, Menschen aufgrund ihres Geschlechtes zu benachteiligen. Vice versa darf es aber auch nicht ein Geschlecht bevorzugen. Und genau das tun aber Quoten. Und daher halte ich Quoten für das schlechteste Mittel. Gleichzeitig ist es so, dass also viele Frauen auch ganz zufrieden sind, da wo sie stehen. Dass viele Frauen nicht den Drang haben, in die oberste Position zu gelangen und hier glücklich sind. Und genau da muss man einhaken. Wir müssen den Frauen auch sagen, dass sie mit dem zufrieden sein dürfen. Und dass es nicht der Wert einer, dass der Wert einer Frau nicht daran gemessen werden kann, ob sie es schafft, in höchste Positionen zu gelangen oder nicht. Ich glaube, das muss unser Ansatzpunkt sein. Denn wenn wir das nicht schaffen, sondern den Frauen auch noch ein schlechtes Gewissen einreden und ihnen permanent nur klar machen, dass sie es also schaffen müssen, nach oben zu kommen, dann werden wir Unzufriedenheit schüren. Das ist das eine. Das andere ist, auch da möchte ich ganz kurz auf das eingehen, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass in der Kommunalebene ganz wenig Frauen sind, nur 3% Bürgermeisterinnen. Politik ist ein Bereich, der also absolut familienfeindlich ist. Das muss man einmal hier ganz offen sagen. Natürlich ist es für Frauen, vor allem wenn sie Kinder haben, ganz, ganz schwierig, in die Politik zu gehen. Eine Unmenge an Abendterminen, eine Unmenge an langen, langen Terminen und an langen Sitzungen. Das sind also natürlich Punkte, die es für Frauen nicht ganz einfach machen und sehr viele Frauen sich daher dagegen entscheiden. Das ist aber nicht nur in der Politik so, das ist auch in der Wirtschaft so. Und ich möchte wirklich appellieren, hören wir auf, endlich die Geschlechter auseinander zu dividieren. Wir sind eine Gesellschaft, es gibt Männer und es gibt Frauen und es kann nur gemeinsam funktionieren. Es kann nicht funktionieren, indem ich versuche, Männer gegen Frauen auszutauschen und auszuwechseln. So kann eine Gesellschaft auch auf Dauer gar nicht funktionieren. Und angesichts einer Wirtschaftskrise haben wir wirklich weit wichtigere Probleme. Wir haben eine Gehaltsschere, die auseinandergeht und wir versuchen uns hier in Quoten zu sprechen. Ich glaube, das ist ein vollkommen falscher Ansatzweg. Wenn wir wollen, dass Frauen zufrieden sind, wenn wir wollen, dass Frauen es schaffen, dass Frauen den Willen entwickeln, hinaufzukommen in die Politik, in die Wirtschaft, dann müssen wir mit Beispiel vorangehen. Wir müssen es schaffen, den Frauen das Feuer zu entfachen, dass sie das auch wirklich wollen. Denn nur wenn Frauen den Willen haben, werden sie es auch schaffen. Eine Quote kann da überhaupt nichts bewirken.